Hallo und willkommen zurück bei FIFA 21 Karriere. Und ja, jetzt steht eines der wichtigsten Spiele diese Saison bevor. Auf jeden Fall mal hier in der Gruppenphase, weil wenn wir jetzt gewinnen, sind wir durch. Wenn wir unentschieden spielen, wird es wieder interessant. Wenn wir verlieren, könnten wir schon vor dem Ausstehen, je nachdem wie der Rest da dem ausgeht. Ein Sieg ist Pflicht. Alles andere bringt uns leider nichts. Von daher schauen wir einfach mal, wie sich das hier heute entwickelt. Also ich will natürlich auf jeden Fall weiterkommen. Ich meine, wer will das nicht, ne? Aber wir werden sehen, was passiert. Uns erwartet ein spannendes Fußballspiel mit dem großen Ziel, Einzug in die K.O.-Runde. Doch das geht nur mit Hilfe der Konkurrenz. Bleiben Sie dran. Naja, also gut, Willkommen für zu Zagreb diesem ja. Spiel heute Abend, liebe Für Zuschauer. Ich uns darf Sie herzlich tatsächlich auch begrüßen. ja, Mein Name weil ist Wolf Fuß und außer ich wir werde das gewinnen. Ganze gemeinsam mit Frank Wenn wir Buschmann verlieren, für Sie dann hängen daheim wir, glaube ich, wirklich an kommentieren. der Die Konkurrenz, je Vorrunde nachdem, wie der Rest der Europa spielt. League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Sie Der bringen war den gut. hohen Ball. Das könnte die Führung geben. Weiter gefährlich. Der war richtig stark, aber jetzt kommt der Konter. Ja, guter Pass. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Gute Aktion, da ist die Tor. Flanke. So Jawoll. wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Grifo macht's. Das war auf jeden Fall schon mal Hier kommt noch wichtig. mal die Schön Wiederholung den Konter dieses Tores. ausgespielt und Grifo dann Zunächst halt eben in der spielen sie Mitte zurück. komplett Und da frei. hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse. Nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt Ja, jetzt aufnehmen. schauen wir mal, dass wir noch das 2-0 hier direkt nachlegen und dann. Ja, Moment. Bin gerade wieder online rausgeflogen. Online bei der Sieht Sprachaufnahme. vielversprechend aus. Abgefangen, gut gemacht. Na. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Das war nix. Aber wie gesagt. Aktuell sind wir auf Kurs, aber wir wissen ja, wie es gegen Kiowa war. Da haben wir auch ziemlich früh geführt und nachher haben wir, glaube ich, 3-1 verloren oder Auf dem 2-1. Flügel ist jetzt Platz. Wow, und da kommt wieder so ein Ding, wisst ihr, jetzt laden wir wieder jeden ein. Na, der Ball sollte eigentlich auf Sie verlieren Musiala. den Ball. Aber naja. Da ist die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Das war auch knapp, wenn der durch gewesen wäre. Griffo. Wieder Mit schöner dem Ball Ball von am Fuß Grifo. Richtung gegnerisches Tor. Kriegt er. Wir Na, können nichts schade. aus der Flanke machen. Zu fest auf Jovelic. Der wäre auf jeden Fall mehr Sie drin bekommen den gewesen. Einwurf jetzt. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Ball ist wieder weg. Mitrovic. Schöner Laufweg von Fein. Klasse Chance jetzt. Ja, und dann Ja, er hat den sowas. Ball im eigenen 16er. Ja, besser abgezogen. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Sporting. Der neue Jawohl. Spielstand damit 1:1. Oh, 23 Minuten sind 1-1. hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Könnte der Ausgleich werden? So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Weil Zweikampf. das ist das, was ich meine. Je nachdem, wie Kiowa hier halt eben spielt. Ich weiß Der halt Ball eben kommt rein. tatsächlich, also jetzt Die nichts gegen Gefahr Kiowa. erstmal wieder bereinigt. Aber ich weiß tatsächlich echt nicht, wie die in echt drauf Da sind. Ich gewinnt er kann den das Zweikampf.
gar nicht sagen. Da kommt er raus und hält den Ball. Ich kann das so schwer einschätzen. Ich kenne die auch nur so sporadisch. Also wirklich, dass die, dass ich jetzt sagen könnte, die sind gut. So weit ist es nicht. Da haben sie den Ball. Aber bei dem anderen auch nicht. Also Lissabon weiß ich, dass die gar nicht mal so schlecht sind. Zagreb ist eigentlich auch nie schlecht. So, und jetzt kommt Grifo. Vincenzo Grifo. Jetzt der Schuss. Ah. Gibt Ekbar, aber Kaiowa. Die Ecke kommt rein. Da können sie erstmal klären. Das Gute ist, dass wir eigentlich hier sogar für Kaiowa spielen. Ecke kommt in die Mitte. Weil wenn wir hier gewinnen, dann sind die auch durch. Nein, wir spielen nicht für Kaiowa. Wenn Kaiowa gewinnen sollte, dann spielen wir für sie. Da gibt's schon wieder Eckstoß. Ecke in den Strafraum. Kein super rausgeholt, den Kopfball. Weil wenn die gegen Lissabon gewinnen, dann sind die, glaube ich, auf jeden Fall mal Zweiter. Und wir wären dann hier in dem Fall Erster. Oh, schönes Bild. Schöner Pass auf die Gelegenheit. Schöner Pass auf Pantovic. Da kommt die Hereingabe. Und dann so eine Flanke. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Wir gehen wieder zu einfach mit unseren Chancen um. Da muss mehr kommen. Definitiv. Weil wir müssen auf jeden Fall noch das 2-0 machen. Das steht auf jeden Fall fest. Vielleicht Mitrovic. Jetzt. Schöner Pass. Er blockt die Hereingabe ab. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Oh, Vukotic, was los? Jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Kann nur so langsam sein. Stark. Wer hat aufgepasst? Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Grifo macht heute echt ein gutes Spiel. Jetzt vielleicht. Grifo! Sie haben diese Partie jetzt doch. Grifo mit dem Wahnsinnsspiel. Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann ist das gut gemacht. Ja, super Chancenverwertung. Also ich muss sagen, Grifo ist heute echt richtig stark. Keine Chance für den Torhüter. Jetzt bin ich auf jeden Fall richtig zuversichtlich. Weil wir sind auf jeden Fall besser. Aber wie gesagt, man weiß nie. Es ist halt im FIFA, ne? Ich meine, es kann, oder besser gesagt, es ist sogar einfach nur Fußball. Es kann immer was passieren. Gerade bei 1-0 ist das immer riskant. Da hat man so schnell mal ein Gegentor. Bei 2-0 wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und deshalb will ich jetzt noch das 3-0 haben. Da ist die Balleroberung. Und wie gesagt, zu 0 wäre auch wichtig. Ja, guter Pass. Aber was heißt wichtig, wäre es nicht, aber es wäre schön für Savic. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Unaufhaltsam. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Und da verlieren sie den Ball. Sie bekommen den Einwurf. Dejan Jovelic. Weg ist Paul. Der Ball. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ja, wir wechseln auch mal. Musiala darf mal raus für die Pausen. Paulsen darf mal raus für Oxford. Und der Rest kommt dann noch. Gibt ja Gerüchte über ein Angebot von West Ham United für den Wunschspieler. Das sollten wir aber noch mit Vorsicht genießen. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Bom. Stark gearbeitet hier. Schön. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, da kommt keiner mit. Deshalb wird es ein langsamer Konter.
Jetzt ist es gefährlich. Viel Übersicht bei diesem Pass. Gefährliche Szene. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Jawohl, 3-0, schön rausgespielt, aber ich bin schon wieder rausgeflogen aus der Party, das gibt's dann. So. Und dann haut er das Ding. Zack, das war's, das ist die Entscheidung. Aber Mitrovic hat heute noch gar nicht getroffen, er ist ja noch aktuell Torschützenkönig da. Spätestens jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit, 3-0. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Ah, seht ihr, da ist es schon. Das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Wir schauen nochmal auf die Entstehung dieses Treffers. Gar nicht schlecht. Erst dieser Doppelpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Ja, absolut, immerhin hat dann Kulenovic noch ein Tor schießen da dürfen. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das müssen sie präziser spielen. Weg ist der Ball. Toller Pass. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Jetzt gibt's einen Einwurf. So, dann Griff. Oh Mann, Alter. Jetzt die Flanke rein. Ohne Witz, dieses scheiß Internet. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Wie mir das Internet auf die Sack geht hier in dem Haus. Ohne Witz. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Oh, und Mann. Dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Was macht er draus? Ja, ganz sicher, Ball ist aus. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Zieht einfach mal ab. Klasse Einsatz, hätte sonst gefehlt. War abseits, oder? Da ist er drin, ein tolles Tor. Ja, war abseits, schade. Oben, abseits. Und damit zählt das Tor. Mehr unglaubliche Internetprobleme. Dauernd, ich muss meine Router gleich nach der Runde hier neu starten. Das ist nicht normal, wie oft hier das Internet abstürzt. Auf jeden Fall führen wir jetzt 4-0. 4-1. Bei jedem Tor stürzt das Internet ab. Unfassbar, ne? Gute Aktion. Gut durchgesetzt, gefährlich. Gut, dann macht Grifo heute mal den Hattrick. Ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So viel Grifo können wir und zu diesem Jovelic. Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Hauptsache, und jetzt darf Mitrovic vielleicht auch nochmal. Ah. Hauptsache in Kiowa hatten wir solche Probleme. Der Blick auf die Uhr. Aber vielleicht Zagreb ist ja echt nicht so gut drauf. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Warum spielen wir im Sanderson Park? Gute Chance. Warum spielen wir im Sanderson Park? Jetzt habe ich geschaut. Jetzt. Zumindest haben sie sich nicht aufgegeben, was dieser Treffer zeigt. Allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht mehr auf. Ja, das war schön durchgesetzt. Macht er das Tor? Und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive.
der neue Mann. Zweites Tor. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5 zu 2. Jo. Das ist ein Foul. Freistoß. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Er schirmt den Ball ab. Was macht er draus? Vorne der Ballgewinn. Macht er ihn. Und den Ball hält er problemlos. Laufen wir noch in die falsche Richtung. Wahnsinn. 2 Minuten werden nachgespielt. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal nach der Runde hier das Internet neu starten. Hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Nicht normal. In diesem Moment steht es fest, der Schiedsrichter pfeift ab. Die Gäste haben es geschafft am heutigen Tag. Sie dürfen sich über den Sieg im Gruppenspiel freuen. Toller Sieg, das können wir nicht anders sagen. Sie haben dieses Gruppenspiel dominiert und am Ende auch verdient den Sieg eingefahren. So, Grifo natürlich die 10. Oh, Sturm Graz hat gewonnen gegen Lazio. Saloniki gegen Feyenoord. Was sind da für Dinger passiert? Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Wie sieht's aus? Jetzt habe ich gar nicht geschaut, scheiße. Wie hat Lissabon gespielt? We've got some questions for you. Ah, zack, der war auf jeden Fall echt schlechter, wie ich gedacht hätte. So. Was hat Milinkovic-Savic? Danke, das. Ich bin stolz auf dich. Topmann. So, jetzt geht's gegen die Bayern. Da müssen wir auf Isaac aufpassen. Trimic will spielen. Trimic darf sogar tatsächlich spielen, weil wir eh nur mit der B11 spielen. Bayern ist aktuell Erster. Also ich glaube auch nicht, dass wir da gewinnen können. So, wie haben sie gespielt? Oh, Sporting hat noch gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall durch. Das heißt, wir können das nächste Spiel gegen Sporting ruhig simulieren lassen. Es geht um den Gruppensieg, aber wie man sieht, statt Rennen Erster, Chelsea Zweiter. Also ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, ob wir da auf den Zweiten oder den Ersten treffen. Atalanta. Ja, ich schaue einfach mal. So, und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.